Belgien greift hart durch in seinem Kampf gegen steigende Covid-19-Infektionsraten. Das betrifft sowohl private Kontakte als auch den öffentlichen Raum. Bisher war der soziale Umgang auf 15 Personen pro Woche beschränkt. Ab Mittwoch wird sie für 4 Wochen auf 5 Personen jeglichen Alters beschränkt. Toujours les mêmes pour les 4 prochaines semaines et ce pour un foyer tout entier. Die Größe erlaubter Versammlungen soll ebenfalls reduziert werden. In geschlossenen Räumen dürfen höchstens 100 Personen zusammenkommen. Außerhalb sind maximal 200 erlaubt. Masken werden verpflichtend. Mitte Juni waren die Infektionsraten in Belgien runter auf 2-stellige Zahlen. Jetzt steigen sie wieder stetig. Allein letzten Sonntag gab es über 500 neue Fälle. Während die Zahl der Todesfälle noch immer niedrig ist, sie liegen bei wenigen pro Tag, warnt die Regierung, dass ein neuer Lockdown kommen müsse, wenn die Infektionsraten nicht zurückgehen. Um den völligen Lockdown zu vermeiden, ist es notwendig, diese Maßnahmen für alle Altersgruppen und in jeder Situation zu respektieren. Das bedeutet auch, dass in fremden Ländern, in denen andere Regeln gelten, die Vorsicht dieselbe bleiben muss. Wenn wir unseren Kontakt einschränken, begrenzen wir die Risiken. Die belgischen Medien berichten, dass im Nationalen Sicherheitsausschuss eine örtlich begrenzte Abriegelung um die flämische Stadt Antwerpen diskutiert wird. Dort scheint es einen starken Infektionsschub zu geben.